Drei oder vier Ballen sind noch dort. Oh mein Gott, ein Ladewagen. 42.000 gestöppert, oder? Lass das vielleicht da oben, oder? Oder nicht? Ich hole die noch, die Ballen. Achso, okay. So, dann kann man schon. Genau, der Rudolf ist das, den kannst hinten dran stückeln und stückeln. Was? Ein Schneidewerk für Sonnenblumen ist gerade im Angebot. Ah, dann kümmern sie nicht leisten dabei. Ah, das ist es, Arsch. Was denn? Ich komme jetzt nicht mehr weg. Wohin willst du? Oder? Hast du die jetzt noch abgeladen? Ah, das war lost. Zu mir gesagt, ich soll sie nicht abladen. Ja, das war lost. Aber mit deinem Wagen könnte man sie vielleicht schneller verkaufen danach. So. Oder lieber mit dem Traktor spielen, statt dass er die Zeit vortritt. Na, Leihwand. Was denn? Also wieder mit dem Traktor spielen. Dafür ist ja LS da. Waren schon irgendwelche fertig? Ja. Dadurch, dass ich die jetzt kreuz und quer abgeladen habe, nein. Der Preis war jetzt richtig stark. Sind noch. Was sind da paar fertig? Aber nicht alle. Mann. Was jetzt mit dem Controller, Alter? Alter. Sind immer noch ein paar nicht.
Ah, das da weiß ich immer noch nicht. Jetzt wird der Preis richtig stark. Die sind schon. Die sind auch schon. Und noch welche nicht, aber sind gleich. Auch noch 90, 90. Sind überall welche dabei halt. Auch nicht sind. Aber nur ein paar immer. Aber trotzdem, die auszuziehen ist halt dann auch wieder. Wenn du die verkaufst, ist das gleich ein Warenwert von 1500 minus. Das ist schon. Aber wenn dann Grasball gibt, ist 300. Wenn wir uns erinnern. Das ist schon. Aber jetzt müssten alles sein. Ja, 332 ist auch noch okay. Ist vollkommen okay. Da ist noch einer 98%. Oh, den habe ich jetzt aufgeschnitten, glaube ich. Oder es war ein Glitch. Sind auch schon alle, gell? Ja. Ob das mit trotzdem mit dem Wagen jetzt nicht schneller geht, wenn du aufladest. Da muss ich jetzt mal dorthin kommen. Okay. Es ist ja alles zugestapelt. Oder? Den wollte ich nur gescheiter hinstellen. Wenn wir das nächste Mal wissen, dass es so leichter geht, dann stapeln wir es anders. Weißt du, wie ich meine? Dass man noch zufahren kann. Na gut, zufahren kannst du eh, aber du musst halt jedes Mal wegschieben. Du musst ja jedes Mal wieder weg, hin, weg. Ja, das ist aber glaube ich trotzdem schneller, als wenn man die so reinschupft. Weiß ich halt nicht. Was ist die? Ich glaube, ich würde mit der Hand jetzt schon mehr reinziehen, als wenn ich da jedes Mal hin und her fahre. Glaubst du? Und nur 10 Bälle. Ich bin mit der Hand langsamer. Na, schauen wir mal. Thank you.
Oder? Alter. Entschuldigung. Mal labernd. Könnt ihr euch auch auf den Map fliegen? Ja, hast recht, du bist schneller auf jeden Fall auch. Ich glaube auch, weil die einfach schon daneben liegen, weil sondern musst du ja eigentlich nicht mehr rüberziehen und manchmal ziehst du gleich zwei, drei mit. Dann sind das ja eigentlich schon die ganzen Eck sind. Da rennt die Mary. Ein richtig krasser Preis auch. Jetzt 3,30. Ja, das war's. So. Wow. Die Frage der Fragen. Was kauft man? Ja, wo baut man hin, ist die Frage. Was kaufen wissen wir. Naja, gesagt haben wir ja. Alter. Alter, wieso glitscht jetzt alles? Machen wir mal eine Besichtigung. Damit wir den einmal wieder ausführen. Wir nehmen doch das eine Feld jetzt dort, ne? Ja. Überlappt mit anderen Objekt. Sagt man schon mal nicht. Das kannst du von dort aus machen? Ja, im Baumenü kannst du überall ansteigen. Ach so. Ich fahre nämlich immer hin und schau mal das so an gleich. Ich von oben finde ich habe eine bessere Übersicht. Aber es wird überall überlappt mit anderen Objekt. Was ist, wenn wir das zuerst mit den Steinen machen? Aber das sind keine Steine, das ist eine Wiese. Entweder die Büsche. Steine. Entweder die Büsche sind da. Ich glaube, das sind die Büsche. Das wäre uncool. Das sind die Büsche. Ja, aber überall, wo kein Busch ist, kann ich das hier platzieren. Wo du jetzt gerade stehst, geht es zum Beispiel nicht, weil das links und rechts sind Mini-Büsche. Da sind überhaupt viele Büsche. Ah nein, da wird's gehen und da ist ein Büsche. Was du jetzt? Da müsste eigentlich auch gehen. Nein, da wo du gerade bist, geht's auch nicht. Da geht's, wo du jetzt stehst. Da könnte man hinmachen. Genau. Da machen wir mal. Sehr nice. Willst du noch was probieren? Das könnten wirklich die Büsche gewesen sein. Okay. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Was hast du probiert leicht? Ich habe die Büsche da weggemacht. Nimm dir. Ah, okay.
Oh mein Gott, da kann man jetzt auch Schafsböcke machen. Ich hab halt die Angst. Ziegen. Und die größeren Objekte wird dann schwerer irgendwo hinplatzieren. Na gut, dann müssen wir die Büsche wegnehmen. Und ich weiß halt nicht, ob es nur wirklich die Büsche sind. Weil das ist ja auch ein Busch eigentlich, wo der Schafstall ist. Da ist genau ein Busch jetzt im Schafstall. Im Schafstall? Ja, gleich da links daneben, wo du die Schafe kaufen kannst. Ja gut, daneben. Aber schau, das ist lustig. Mit diesem bayerischen Hofbergstall, den kann ich überall hinstellen. Entweder, vielleicht ist es nicht eben genug. Könnte natürlich sein. Okay. Ich glaube, es ist wegen der Ebene. Aber normalerweise hat er das doch ausgeglichen. Das musst du aber anschalten extra, dass es ausgleicht. Ich habe es jetzt ausgestellt, jetzt kann ich es überall platzieren. So. Weil es kann ja sein, dass es so tief liegt, dass du nicht mehr hinfahren kannst dann. Mhm. Aber gut, okay. Passt. Das heißt, Schafe. Wir uns jetzt noch. Was auch da neu ist, dass man da Ziegenböcke und alles auch mal nehmen kann. Ja, Ziegen sind neu. Also, so neu sind sie jetzt auch nicht, aber. Schafsbock und so. Die bringen dir dann aber nur. Die bringen dir dann aber Milch und keine Wolle, oder? Genau, die bringen dir Milch. Okay. Ich meine, wir könnten theoretisch dann ein Schaf und ein Ziegendings machen. Mhm. Brauchen also, wir genau das gleiche? Nur Gras? Was machen wir denn jetzt? Wie viele machen wir vor allem? 10? 5 männlich, 5 weiblich? Ja. Ich meine, wie viel gehen in den Stall rein jetzt? Ich sag. Das ist immer auswendig. Schauen wir mal. 65. Ja, fangen wir mal mit 10 an, oder? Ja, passt. Es gibt einen österreichischen Schafstall. Es gibt alles österreichisch auch. Aber es ist halt viel weniger Platz. Ja. So, das heißt, die Presse kaufen wir. Dann haben wir gesagt, wir testen das mit dem Feld. Mhm. Kaufen. Bin ich spannend jetzt. Wart noch mit dem Admin. Ich gehe zu einem Felsmassiv. Geh zu den unseren dorthin. Wenn du willst, kannst du. Bam, weg. Stein ist weg. Ach. Aber da drüben sind noch Steine beim anderen. Wo beim anderen? Halt. Also die Felsen da bei uns beim 55 ist weg. Da kann man die wegmachen. Möchte ich jetzt eigentlich nicht testen. Das Geld. Aber nicht wegmachen. Die Presse hast du jetzt auch gekauft. Presse habe ich jetzt gekauft. Das heißt, uns fehlt eigentlich. Hast du die Schafe jetzt gekauft? Ach so, nein. Verdammt. So. Welche, weil du schon im Menü drin warst? Irgendwelche bestimmten? Schafe. Also nicht irgendwelche, egal welches aussehen. Ich nehme aber an die gleiche Art. Okay, wir haben jetzt noch 125.000. Aha. Wir hätten alles für Dings. Wie schaut's mit dem dritten Traktor aus? Braucht man den dabei? Wie viel PS hat jetzt Dana? Weil du musst rechnen, wir haben jetzt dann auch. Ich bin jetzt komplett.
190. Dann würde ich das Upgrade annehmen bei deinem. Schafsbock. Schafsbock? Schaf, ja. Saatgut brauchen wir und Dünger brauchen wir. So, Schafsbock habe ich jetzt gekauft, Bentleyhammer und Lamm. Weiblich, männlich 5, männlich 5, weiblich. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Das ist das Upgrade, haben wir gesagt. Würde ich kaufen, oder? Wenn es schon geht. Schaust, ob du das ziehen kannst. Muss auffüllen einmal. Aber ja, eigentlich müssten wir auch schauen, ob es ziehen kann, ja. Ich habe jetzt nämlich, ich habe nicht geschaut, wie viel PS sie braucht, nämlich. Du hast gekauft, den Dreck. Aber jetzt schon über 200 sein. Schauen wir gleich mal. Weiß ich gar nicht, ob meiner das ziehen kann, müsste ich. 210 PS. Wir haben gesagt, wir machen Weizen, gell? Der hat 190 aufgepimpt. Ja, irgendein Weizen, ja. Irgendein Weizen. Voll aufpimpen, nehme ich an. Der kann das jetzt ziehen, der hat 225 PS. Ich Ich hoffe, ich habe bei der Schafe keinen Push gemacht. Wir brauchen trotzdem einen Gruber. Weil? Beim ersten Mal. Weil mit dem kann man anscheinend das Feld nicht machen. Okay. Das ist Arsch. Das zum Felder ziehen bräuchten wir einen Gruber. Sollte man da nicht warten, dass einer ein Angebot kommt? Ist jetzt wirklich so lange warten, bis vielleicht einer ein Angebot kommt? Oder was ist sonst dein Plan jetzt mit den restlichen 173.000? Meine, theoretisch hätte man uns noch ein Feld kaufen können, oder? Aber dann wird sich ein Gruber auch trotzdem noch ausgehen. Ja, stimmt. Oder wenn du willst, wirklich noch einen zweiten, stärkeren Traktor. Ich meine, jetzt haben wir einen. Weil mit dem Gruber könnten wir halt dann auf Weizen gehen. Meine, wie groß willst du den Gruber nehmen? 6 Meter oder so. Mehr wieder nicht ziehen können. 5 Meter um 24.500. Oder den um 59.000 7,5 Meter. Da haben wir halt noch keinen Traktor dafür. Ja, das schafft man. Oder dann? 225. Aber wie du meinst. Man hat 1,5 Meter oder 2,5 Meter mehr als der andere. Wie viel Meter hat er gehabt? Hast du gesagt? Meiner, der 59.000?
7,5. Gibt um 45.000 an 6 Meter bei den Scheibenecken. Gut, aber wir brauchen einen Gruber fürs Feld erstellen. Gut, Scheibenecke ist ja das gleiche, oder? Zum Grubern, aber wir müssen das Feld erst machen. Ach so. Theoretisch bräuchten wir einen Pflug dafür, aber wir haben ja die Mod genommen, dass wir einen Gruber nehmen können. Wir können es auch mit einem Pflug machen, aber Pflug ist halt was eh kleiner. Ja, stimmt. Ja, gut, dann nehmen wir den Gruber halt. Den um 59.000 hast du gemeint. Oder? Ja, okay. Dann kaufe ich ihn einmal. Passt. Dann könnten wir uns theoretisch noch ein Feld kaufen. Oder ich Oder weiß ein nicht. Traktor. Halt Um wirklich. 113 ist der letzten Traktor wieder. Ja. Du findest was Schönes. Gemoldeter, aber der war eigentlich ziemlich stark für ihn ge. Warum kann der das jetzt? Was denn? Oder muss ich den erst aufklappen? Aber wir haben die Mod doch genommen, oder? Da haben wir die Mod hier gar nicht oben. Vielleicht haben wir die gar nicht oben. Den Lizard Dann hätte ich brauchen wir vorhin nämlich einen gefragt. Flug. Oh ja, Scheiße. Oder wir bauen die Mod dann ein. Noch. Schau dir mal an bei den Kompakttraktoren, den Lizard Ich kenne ihn 6205 schon. Turbo. Wenn du willst, kaufen wir. Na, ich sag nur, der kann halt nur vorne. Na, es geht ja nicht darum, was ich möchte, aber. Ist jetzt nur mein Vorschlag, weil eigentlich mit dem Traktor bist du jetzt dran wieder. Ich weiß nicht, wie viel Platz hat er. Aber jetzt bräuchte man dann, wenn nicht, würde halt gleich was mit 280 oder so dann nehmen. Dass wir wirklich alles 100% ziehen können. Weil Okay, wir der haben jetzt kann. 250, 260 haben wir jetzt ungefähr. Okay, der kann nur bis zu 247 aufgepimpt. Das ist dann fast wie deiner, weißt du, man. Ja. Dann hat halt ein bisschen weniger, aber. Bis zu. Wie viel PS hast du gesagt? Ich weiß nicht, was stärker ist als unser, wirklich was Mittelgroßes jetzt. Da müssen wir noch sparen. Ich sage, hätte man Gruber nicht, dann hätten wir jetzt mehr Geld gehabt. Dass ich jetzt noch mehr ausgegangen. Und dann weiß ich vielleicht so eine Holländer oder so noch ausgegangen. Das ärgert mich jetzt. Ich würde ehrlich gesagt die Mod dann noch einbauen im Da muss Nachhinein. ich suchen. Ich weiß halt nicht einmal, ob das eine offizielle ist. Ach so. Das heißt, wir brauchen einen Flug. Na dann würde ich das schnell wieder verkaufen und würde einen Flug nehmen stattdessen. Bevor der Wert wieder sinkt. Weißt du, wie ich meine?